I am the Jochen und das ist der Frühsport für Freitag, den 21. April 2023. Schönen guten Morgen. Europa League Viertelfinale, wir sind durch und Bayer Leverkusen hat gewonnen mit 4:1 bei Union Saint-Gilloise und zieht damit souverän in das Halbfinale ein und behält auch die Unofficial World Club Championship. Das ist nämlich immer noch ein angenehmer Nebeneffekt für die Elf von Bayern 04. Im Halbfinale geht es jetzt gegen die AS Roma. Die hat nach Verlängerung gegen Feyenoord Rotterdam gewonnen mit 4:1. Hinspiel war hier 0:1, das haben sie gedreht. Und im anderen Halbfinale steht der FC Sevilla. Der hat gegen Manchester United 3:0 gewonnen nach 2:2 im Hinspiel. Und Juventus Turin, die haben 1:1 gespielt bei Sporting. Hinspiel 1:0 gewonnen, damit also jetzt Sevilla und Juve im Halbfinale auch gegeneinander. Apropos Juve, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Heute Nachmittag oder gestern Nachmittag besser gesagt, wurde der 15-Punkte-Abzug für Juventus in der Liga zurückgenommen, den sie ja bekommen hatten wegen der Unregelmäßigkeiten. Wildes Ding, denn dadurch schießt Juventus plötzlich hoch auf Platz 3, nur noch ganz knapp hinter Lazio auf der 2, kickt damit Milan vom Champions League auf den Europa League Platz und Inter vom Europa League auf den Conference League Platz und Atalanta ganz raus aus dem internationalen Geschäft. Gucken wir uns alles in Ruhe am Montag nochmal an. Es gibt natürlich jetzt hier wieder eine Berufung. Und bis die aber entschieden ist, ist die Saison wahrscheinlich rum. Eine ganz, ganz blöde Sache ist das. Mal gucken, wann da irgendwas entschieden sein wird in Italien. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Gucken wir auf den Fußball von heute Abend. Da gibt es in der zweiten Liga zwei absolute Knallerspiele, wobei natürlich eins raussticht, das ist das Hamburger Derby, nämlich Hamburger SV gegen den FC St. Pauli. Und das findet statt um 18:30 und das gibt es live zu sehen bei Sky Bundesliga und auch auf YouTube. Zeigt das Sky Free for All, wer also Bock hat aufs Hamburger Derby, da könnt ihr auf Sky Bundesliga fündig werden. Dazu spielt der Tabellenführer Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC, auch 18:30, auch live auf Sky Bundesliga, aber nicht auf YouTube. Das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit, die man erwähnen sollte. Dritte Liga, ein Spiel um 19 Uhr, Hallescher FC gegen Osnabrück, live auf Magenta. Und um 20:30 gibt es die Bundesliga der Männer mit Augsburg gegen Stuttgart, also Abstiegskampf hier auf der Zone. Und die Bundesliga der Frauen gibt es um 19.15 Uhr mit Leverkusen gegen Hoffenheim auf Eurosport 1 oder auf Magenta Sport zu sehen. Blick ins Ausland. Es gibt heute aus der Premier League ein Spiel. Arsenal, der noch Tabellenführer, fragt sich, wie lange noch, gegen Southampton. 21 Uhr auf Sky Premier League und dann auf der Zone gibt es um 21 Uhr aus Frankreich PSG bei Angers. Um 20:45 Hellas gegen Bologna und um 21 Uhr aus Spanien Espanyol gegen Cadiz. Das ist der Fußballblock von heute Abend. Gucken wir aufs Eishockey, schauen wir auf die NHL Playoffs. Da geht es folgendermaßen weiter. Carolina Hurricanes gewinnen gegen die Islanders in der Verlängerung mit 2:0 jetzt auch die Serie vorne. Boston gegen Florida verliert und damit 1:1 in der Serie hier. Dallas gewinnt gegen Minnesota, die Serie damit ausgeglichen auf 1:1. Und ebenfalls 1:1 bei Edmonton gegen die LA Kings, da haben die Oilers das zweite Spiel für sich entscheiden können. Eishockey heute heißt insbesondere wieder Deutsche Meisterschaft, live auf allen Kanälen, live auf Magenta Sport, auf Magenta Sport Sport, auf servustv.com, nämlich Ingolstadt gegen München. Die Ingolstädter haben verkürzen können auf 1:2 und wenn sie heute Spiel 4 gewinnen, dann würde es 2:2 stehen, dann wäre die Serie wieder völlig offen. Möglich ist es, 7:30 geht's los, schaut bitte beim Anbieter eures Vertrauens vorbei. Und wer NHL gucken möchte, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn das noch euch betrifft, hier Colorado Avalanche gegen Seattle um 3:30 Uhr auf Sky und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es auf Sky um 1:30 Uhr Florida Panthers gegen Boston Bruins Spiel 3 und die LA Kings gegen die Oilers, wir hatten es gerade davon, auch Spiel 3 um 4 Uhr geht es da los auf Sky. Beide Serien stehen 1:1, wer Lust hat, gucke da rein. Wer Basketball gucken möchte, der wird auch wieder fündig, denn in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es auch wieder NBA auf The Zone und zwar die Cavaliers bei den New York Knicks. Da gibt es das dritte Spiel um 2:30 Uhr. Das könnt ihr gucken auf The Zone, wenn ihr Lust habt. Ansonsten auch hier mal kurz ein Blick auf die Ergebnisse des vergangenen Tages, der vergangenen, also der vorvorigen Nacht. Da haben die Memphis Grizzlies gegen die Lakers die Serie ausgeglichen. Die Milwaukee Bucks konnten ausgleichen gegen die Miami Heat. Und die Denver Nuggets erhöhen ihre Führung gegen Minnesota mit Timberwolves mit 2:0. Jetzt liegen die vorne. Dazu der Hinweis, dass es heute auch noch ein Spiel gibt aus der Basketball-Bundesliga, nämlich um 19 Uhr Chemnitz gegen Ratio Farm Ulm. Das zum Basketball und dann schauen wir rüber zum Tennis. Da wurde gespielt in München und da haben aus deutscher Sicht einige Spieler auf dem Platz gestanden und sie sind alle ausgeschieden. Altmaier raus, Otte raus, Hanfmann raus, Zverev raus. Das Turnier findet jetzt ohne deutsche Beteiligung statt, genauso wie das Damenturnier in Stuttgart. Da ist Tatjana Maria als letzte Deutsche ausgeschieden gegen Caro Garcia.
Ja, gut. Turnier wird trotzdem weitergehen. Tsitsipas und Alcaraz zum Beispiel in Barcelona am Start. In München haben wir unter anderem. Entschuldigung, in München haben wir unter anderem noch dabei wo sind wir hier? Holger Rune beispielsweise, Dominic Thiem spielt noch. Und beide Turniere, Barcelona und München, gibt es dann wieder gekoppelt als Konferenz auf Sky Tennis ab 12 Uhr. Ihr könnt auch schon um 11 Uhr in den Livestream reingucken. Den gibt es bei ran.de und bei BR24. Wer Stuttgart gucken möchte, schaut auf Eurosport 1. Da gibt es dann unter anderem Iga Świątek heute zum Beispiel zu sehen. Gegen Pliskova. Und da geht es los um 15:30 Uhr. Tennis Channel mit dem Rest. Und dann gibt es ja noch im Doppel. Das Duell heute der beiden deutschen Doppel. Grabitz-Pütz gegen Otte Struff. 12:30 Uhr sollte losgehen etwa. Und ich bin sehr gespannt, ob das irgendwo zu sehen sein wird. Ich finde, das ist ja attraktiver als die anderen Spiele, die heute sonst so stattfinden. Aber ich bin nicht in der Regie der übertragenen Stationen. Handball-Bundesliga, da hat sich in der Abstiegszone gestern was getan, nämlich Hamm-Westfalen gewinnt gegen Minden. Das ist insofern relevant, das war jetzt der dritte Saisonsieg von Hamm-Westfalen. Und es war eigentlich das Spiel, wo Minden sich erhofft hat, wenn wir das gewinnen, dann können wir aus der Abstiegszone rausschießen. Pustekuchen. Hamm-Westfalen jetzt immer noch letzter mit nun 7 Punkten, Minden mit 11 Punkten vorletzter und Wetzlar jetzt mit 13 Punkten auf dem drittletzten und damit auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Da hätten die Minden damit gleichziehen können und haben noch ein Spiel in der Hinterhand, aber jetzt wird der Abstiegskampf für Minden richtig böse dahin. Darts Premier League Nacht 12 gestern in Rotterdam. Am Ende gewinnt Nathan Aspinall gegen Gervin Price. Und bei der Tour of the Alps, da geht die vierte Etappe an Gregor Mühlberger am gestrigen Tag. Heute gibt es die fünfte. Um 14 Uhr geht das los. Wieder mit Leonard Kemna, wieder mit Tao Gerhardt und wie sie alle heißen. Und auch mit Gregor Mühlberger wieder. Wir gucken, wie das auf Eurosport 1 hier gut bedient, würde ich sagen. Das war's. Das ist der Tag von heute. Sucht euch was raus, was euch interessiert, wo ihr Spaß dran habt. Und dann, ja, vertreibt euch damit ein bisschen die Zeit. Danke fürs Zuschauen und tschüss.